Und was das Besondere an diesem kühnen Wimo Exklusivset ist, das zeige ich euch heute. Hallo liebe Momo-Freunde! So, heute geht es mal um ein Exklusivset der Firma Kühn und Wimo. Und zwar haben die sich diese kleinen drei- und zweiachsigen Rekowagen der Deutschen Reichsbahn mal vorgenommen. Und was ist Besonderes, das zeige ich euch jetzt. Wie es auch will, durch einen Zufall bin ich, wie gesagt, auf dieses Wimo Exklusivset gestoßen. Und zwar gibt es da dieses Spaßset mit dem Wagenset 1 und 2. Einmal vierteilig und einmal zweiteilig. Das vierteilige besteht aus einem Gepäckwagen und drei Personenwagen, wobei zwei dreiachsige und ein einachsiger dabei ist. Und beim zweiteiligen haben wir einen Schwerlastwagen und einen Postwagen. Das Besondere halt daran ist, dass die vom Kühn halt die Modelle genommen haben und ihn mit einem speziellen Flickenlack quasi versehen haben. Und das schauen wir uns jetzt mal genau an, was da alles gemacht worden ist. Beim Zusammenstellen der Garnitur fällt natürlich sofort auf, dass diese Wagen also extrem kurz gekuppelt sind. Also mal zum Vergleich hier, das ist von Tillig so eine Zusammenstellung und hier, das ist jetzt von Kühn. Also Hut ab. Von der oberen Betrachtung her sieht man halt, man hat halt wirklich auch verschiedene Farbkombinationen. Für jedes einzelne Dach hat es doch etwas, jedes ist etwas anders. Und es ist auch, wie gesagt, nicht übertrieben, die Farbe, sondern es entspricht eigentlich doch der Realität. Schauen wir uns doch als erstes mal dieses zweiteilige Set an. Es besteht ja, wie gesagt, aus den Traglastwagen und dem Postwagen. Wie gesagt, mal, es fällt gleich auf, zum Beispiel hier an der Tür. Diese dezente Ausbesserung auf der einen Seite. Dann haben wir hier ganz schwach angedeutet, genau dieses ganze Feld ist ausgebessert, aber wirklich dezent. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, da ist dann unsere Tür komplett in einem anderen Farbton. Beim Postwagen geht es dann weiter, da haben wir hier unten dieses Feld. Wir können uns auch mal die Beschriftung anschauen, also wirklich sehr genial. Und auf der anderen Seite vom Postwagen, wie gesagt, da entdecke ich halt das Feld hier unter dem Fenster. So, beim vierteiligen Set ist es auch nicht anders. Wie gesagt, jeder Wagen hat da unterschiedliche verschiedene Flicken drauf. Und sie sind wirklich auch nicht übertrieben und wirklich auch dezent. Und man muss sagen, tolle Sache.